It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zum neuesten Cheater-Experiment 2021. Letztes Mal, ihr erinnert euch vielleicht noch vor 3 Monaten, da habe ich hier meinen Rank eingefahren und zwar war es Lem. Dann habe ich 3 Monate lang nichts gemacht und der Rank war wieder weg. Und eben habe ich geschwind, um dieses Video zu machen, ein Einrankungsspiel gemacht, gewonnen. Die Gegner haben bei einem 4:1 aufgegeben und nach diesem Sieg kam der TMG rein. Ich gehe davon aus, dass ich in diesem Spiel, weil es so kurz war, nicht genug Punkte machen konnte, dass mich das Spiel wieder auf Lem einrankt. Jetzt ist es halt TMG. Wir sind also heute das erste Mal mit diesem Experiment auf der Ebene der Ranks, sonst immer nur unranked. Übrigens habe ich eben für das Einrankungsspiel 1,5 Minuten suchen müssen. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es jetzt hier auch so schnell geht. Mit Rank. Alter. 1:50, was ist passiert? Am Rank liegt es nicht, weil ich hatte eben unranked auch so ein schnelles Spiel. Hallo Sir, sind Sie zufällig gerade im Warm-up am Hacken? Das ist ein guter. Ich mach auch was. Oh mein Gott, der ist ja ultra sweet. Kinder, wie sie im Buche stehen. GLHF. Hallo Team. Bei dem Spiel gerade eben, wie gesagt, da wo wir diese Aufgabe von den Feinden hatten, da glaube ich, es hat vielleicht jemand bei den Gegnern gehackt. Also vor allem meine Mates waren sich da extrem sicher. Der Gegner hat halt im Warm-up Headshots gedrückt und da haben sie sich direkt aufgeregt. Also weiß nicht, ob das incoming. Ich habe halt dann direkt in der ersten Runde 1, 2 Headshots gedrückt und dann in der zweiten und dritten halt darauf einige weitere Shots folgen lassen. Und einer bei den Gegnern hat dann halt durchgehend gesagt, dass ich anhab. Okay, hier meint jemand, die Gegner hätten an. Jetzt schon. Nach Runde 1, die komplett unaussagekräftig war, oder? Wow. Wo ist der andere hinterher? He's on side, ey. Mann. Con. Die rennen einfach durch, ne? Wir haben Mitte niemanden stehen. Ach, Gottes Willen. Also, sie sagen, dass er, Monique, angeblich einen Warlock hätte, beziehungsweise irgendwie am Cheaten wäre. Bunny Hoppen oder sonstiges. Also, einer von meinen Leuten, der Mev, sagt das. Aber bestätigen kann ich es jetzt noch nicht. Wir checken mal auf Warlock. Mitte ist jemand, Con ist jemand. Ich habe mich nicht sehen lassen bis jetzt. Oh, B ist jemand. Und dann B. Wie muss das ausgesehen haben von der Seite? Sonst sieht ihr, der einfach auf und ab läuft auf Short und die nicht anguckt. Weiß gerade nicht, was ich nehmen soll. Die Jungs kaufen sich Scouts und so weiter. Komm, in die M4 und mach einfach Glass Cannon. Mit down. Under down. Einer war noch. One in front of B. Ich muss Orange schon mal muten. Sehr schön, Jungs. Im Moment würde ich sie alle, also Gegner wie auch meine Mates, clean callen. Nur diese Gedankengänge, die man hat, wenn man in seiner Muttersprache einfach labert, das bleibt mir, wird mir, glaube ich, für immer ein Rätsel bleiben. Ich bin in einem Spiel, ich bin im Gaming-Bereich, in dem man ja eigentlich immer und überall Englisch spricht, oder? Ich meine, allein das Wort Gaming, ne, ist Englisch und mir wird es niemals einfallen, einfach so auf Deutsch hier was hinzufaseln. Ah, diese blöden Gegner. Ah. Das wäre mir komplett peinlich irgendwie. In meiner Muttersprache da was rauszuhauen. Wie ist denn das jetzt zwecks Mitte, hä? Nimm mal einen Down, ne? Hier kommt was. Und ist ander. Upper mid. Oh Mann. Was war das für eine Flash jetzt, Jungs? Oh no. Nice. Oh nein. Huh. Na also, jetzt fängt's doch an. Jetzt fängt's doch an hier. Welcher ist denn das? Das ist, okay, ne. Ich würde gern mal auf Monique treffen. Denn, wie gesagt, Monique ist angeblich irgendwie so ein bisschen Fiji. Aber jetzt muss ich erstmal vorlieb mit Jorns nehmen. Ach, der ist echt doch hier oben drin, ne? Nice, boys. Ich denke, man muss doch jedes Mal, wenn man mit Randoms spielt, die erstmal laufen lassen und dann gucken, wo man auffüllen kann. Und nicht am Anfang was sagen und dann halt dahin gehen, sondern du musst die machen lassen und füllst dann da auf, wo halt frei ist. Alles andere ist irgendwie Quatsch, weil man steht zu 5 dann auf einem Spot und das ist denen irgendwie vollkommen egal. Mit die Vanille ist weg, da ist 100 Pro noch einer in der Smoke, oder? Nein? Incoming. Ich glaube, es kommt mir jetzt auch schon einfach viel chilliger vor vom Voice her, weil ich den einen weggemutet habe. Wenn du einen Störenfried Wedinger hast, dann ist es direkt besser. Ja, die anderen drei, die ich jetzt noch im Voice-Chat offen habe, die sprechen wenigstens Englisch, also wenn sie callen. Gravel. Grün, blasser Dunst am Musenhain, mein Freund. Vor allem steht man dann so immer mal wieder woanders, ne? Wenn du nur auffüllst. Wo geht der denn jetzt hin, hä? Ah, wieder 3A, mhm. Ich glaube, diese Runde ist ein AWP dran und scheinbar A. Nein, doch. Da kommt was. Oh ja, die ballern rein.
Nice. Das ging schnell. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr beschweren. Also bis auf die Position. Wobei es jetzt auch recht stabil ist hier mit den Jungs. Also ich glaube, die 7 Runden, die wir haben, haben wir im Stück geholt. Also angeblich. Oh, nice. Angeblich ist die schon weg. Einer ist... Jawollo, Bollo. Okay, wow, ja, nee, jetzt, also wenn die Aufstellung steht, dann ist es überhaupt kein Ding, die zu besiegen. Also bei City zumindest. Würdet ihr das eigentlich jetzt schon als Smurfen bezeichnen? Also diesen Rangunterschied, DMG, Supreme? Ich meine, ich war mit diesem Account ja auf LEM. Ich war auf LEM eingerankt, was ja doch sehr nah, würde ich sagen, mein, also sehr gut meinen Rank beschreibt, meinen eigentlichen. What do you want? Du musst mir. Okay. Nice. Oh Gott, ich werde sterben. Oh Gott, das schön. Bam, Alter, nein, das ist geduckt. Das war assi. Das war assi. Naja, also mit Rank war ich, glaube ich, sehr gut getroffen. Dann verliere ich den Rank wegen Inaktivität und bekomme dann jetzt DMG, nachdem wir einen Surrender erspielt haben. Würdet ihr sagen, dass der Unterschied von 2 oder 3 Ranks eben dann schon Smurfen ist? Oder sagt ihr, naja, die Schwankungen, die man im Skill hat, sind ja mitunter auch mal sehr hoch, ne? Mal regelt man rein wie die Sau und mal überhaupt nicht. Was würdet ihr sagen? Komm, 2 gegen 2, Jungs, das habt ihr. Ich habe jetzt eben in hohen Tönen von euch gesprochen. Ja, komm, jetzt machen wir sie fertig, oder? Auf, Kinas. Übrigens, nach wie vor, clean. Alles clean. Also ich meine, wenn hier jemand halt komplett auf Legend reinhackt und ich es nicht sehe, naja, dann kann ich halt nicht viel machen, ne? Aber das kann ja theoretisch auch verglichen werden mit allen anderen Hack-Vorwürfen, die eben dann doch nur auf Legends treffen, ne? Wo es dann gar nicht um Hacker geht. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt jemanden nicht entdecke, weil er so legit tatsächlich reinhackt, dann ist es wie das Pendant zu den ganzen Reports, die reingehen, weil jemand was sieht, obwohl nicht gehackt wird. Wir hatten ja gerade vorhin, oder ich habe ja gerade vorhin den Gegenfall wieder wo gehabt bei meinem Einrankungsspiel. Ich habe nicht gehackt, das schwöre ich. Und trotzdem hieß es, ich würde reinhacken. Ja. Und langsam wird es ein bisschen warm von dem ganzen Gewinn. Oh, gucken bei Fragezeichen noch ein bisschen zu. Ist bei uns gerade der Top-Fraggy. Wobei der auch komplett chillig spielt. Ja, das war's schon. Die Gegner stellen auf einmal keine Gefahr mehr dar. Also sie... Gut, der eine hat mich jetzt gerade weggeheadshottet, aber ne, von ihrer gesamten Aufstellung her, von ihrem Teamplay und so weiter, sind sie eher schwach auf der Brust. Jetzt gehen wir A drauf. Sie haben jetzt auch schöne Ansagen, die wir alle gemeinsam... Obwohl Purple nicht. Aber sonst alle... One Palace. City könnte auch gleich sein. Ekel, Ekel, Ekel. Mid one. Halle. Er ist echt auf B gegangen, ne? Der Dummkopf. Da hat er die Runde aber schön weggeworfen. Ich bin gecornert von 200. Dummbeutel geht auf B. Stabile Brise, mein Freundchen. Stabile Brise. Jungs, Achtung, lasst euch nicht von der IOP holen, bitte. Nice. So, jetzt sind wir aber alle da, ne? Putz, Alter, weg mit dir! Wo ist die IOP? Gibst du mir? The fuck? Wo ist die? Ach, er hat auch eine gesaved, sehr schön. One more jungle. Oh Gott, ich hab einen AP! Oh shit, I'm low. Oh oh. Oh Gott. Fuck. Naja, komm, Bombengeld ist da, Jungs. Ich... Okay. Guck mal da, das ist richtig chillig. Das ist richtig chillig, wie cool die drauf sind jetzt. Guck mal, jetzt machen wir sogar einen langsamen Go. Mit Randoms. Short, short. Okay. Smoking short. One Kitchen. Nein, der kommt echt noch durch. Ich ist Low HP in Kitchen. Weg ist er. Der Low HP, Bob. Achtung, Fragezeichen. Short ist schon da. Der ist links. Okay, der war links neben ihm, also... Fragezeichen hat auf keinen Fall Wallhack, er läuft rein, wo ist denn der? Also ich denke, wir können hier jetzt schon fest sagen, hier hackt niemand. Weder gegen noch mit uns. Im Spiel davor, wie gesagt, es sah kurz danach aus, haben meine Mates gemeint. Ich selbst bin mir überhaupt nicht sicher, ob da wirklich was dran war. Ich sag auch einfach mal, komm, wir wollen ja positiv bleiben, da war auch nichts. Das heißt, wir hätten jetzt hier 2 Spieler am Stück ohne Hacker. 1 mit und 1 ohne Rank. Die einzige Sache, die ich heute anders gemacht habe als die letzten paar Aufnahmen und grundsätzlich, wie ich auch diesen Account jetzt anders behandelt habe, war, dass ich nicht einfach nur angemacht habe und nach 3 Monaten in den Matchmaking gegangen bin, sondern ich habe erst 2 Runden Arms Race gespielt. In der ersten Runde Arms Race waren eindeutig Hacker, ausschließlich. Also es hatte fast jeder Spieler, egal ob in meinem Team, als auch im Gegnerteam, Zahlen als Namen. Und ja, also die haben... Die haben reingehackt. Das habe ich dann abgebrochen. Dann habe ich ein weiteres gespielt und das war clean. Also zumindest
das, was ich gesehen habe, sah vollkommen chillig aus. Ja, das habe ich heute eben anders gemacht, dass ich erst am Trace gespielt habe, weil ich dachte mir, wie sieht denn das aus für das gesamte System, wenn es halt merkt, ah, der ist mal wieder da nach 80.000 Jahren, spielt wie immer eine Runde Matchmaking, ist dann wieder monatelang nicht da oder wochenlang. Ich dachte mir, komm, ich mach mal auch was anderes. Vielleicht hat das schon geholfen, wahrscheinlich nicht. Ich denke, es ist einfach jetzt Glück gewesen, dass ich hier keine Penüpel drin hatte. Oder es hat sich irgendwas am System geändert, keine Ahnung. Wieder umdrehen, ja, ich hab's geschafft. Der ist da, ne? Warte mal, Mate, lass mich mal. So, weg ist er. Maybe Connector? Wir sind so richtig, also ich kommuniziere jetzt hier seit der Hälfte des Spiels mit den Jungs fast genauso, wie ich es tue, wenn wir ja unsere internen Games bzw. unsere Viewer-Games einfach haben. Also wir sind ja richtig am Ansagen. Ja, Lester Connor geht mal auf B. Ich bin jetzt auch schon auf die Ranks gespannt, die wir jetzt hier gleich sehen werden. Ich gehe davon aus, weil es sich wirklich nicht schwer angefühlt hat, dass, ja, dass es wahrscheinlich alles so im DMG-Bereich liegen wird. Vielleicht einen Rang darunter. Ja, das sollte so der Tenor sein. Also. Nice, GG. War schön, war echt schön. Die kriegen alle einen Daumen nach oben. Bis auf den einen Dummbeutel, den ich gemütet habe. Der hat mich so genervt. Achso, Ranks. So, komm, hau mal rein. Ah ja, guck mal da. Feeling war richtig. Bis auf den einen LE hat sich's auch genauso angefühlt. Als wenn es halt DMGs und gekranzte Doppel-AKs gewesen wären. Zwei Spiele, keine Hacker, aber wie gesagt, in einem Arms Race davor. Nur Hacker. Das kann man sich hier nicht anschauen, ne? Die Arms Race Dinger. Nee, das ist ja nur der andere Fetz, okay. Mein Fazit bezieht sich jetzt hier in dem Falle nicht auf die Cheat-Geschichte, sondern auf die Qualität des Spiels. Das war, glaube ich, bis jetzt das beste Matchmaking hier auf diesem Account. Glaube ich. Wir hatten schon ein paar gute, aber ich meine, dass das ja wirklich das Beste war in Bezug auf Qualität einfach der Spielzüge, nachdem wir uns gefangen hatten. Der Anfang war scheiße. Ja, aber irgendwann hatten wir uns gefangen, dann ging das Callen auch. Sobald wir das Callen angefangen haben, war alles sweet. Also Ranked zu spielen könnte schon da ein kleines Plus draufbringen, aber wir alle kennen auch die Ranked Games mit Randoms, die einfach abgefuckt sind. Es ist halt auch wieder was Charakterliches, ne? Das hängt vom Menschen ab. Und wenn du eine Wutz hast, dann ist es egal, ob die Wutz einen Rank hat oder nicht. Ein Low oder High Rank, völlig wurscht. Jemand, der Kacke im Hirn hat, der hat immer Kacke im Hirn. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und halt natürlich auch wie immer in den Livestreams. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Gerade in den Livestreams gibt es die ganzen Giveaways, Viewer-Games und so weiter und so fort, von denen ich immer erzähle. Auf YouTube ist die ganze Sache eher nicht so extrem ausgebaut, also gerade mit den Giveaways. Da ist Twitch ein bisschen eleganter. Der nächste Stream ist morgen, 18 Uhr. Wer rankommen will, kann rankommen. Aktuell haben wir ein Ursus Knife drin, Marble Fate, Star Trek, lecker Teilchen. Dann kann ich mich jetzt am Ende nur noch bei euch bedanken für die Likes, für die Kommentare, fürs Anschauen natürlich. Danke dafür und ein extra Dankeschön geht raus an meine Kanalmitglieder und Patreons. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Schon.